Pressekonferenz nach dem 1:0 Auswärtssieg bei Austria Wien. Markus, dein Resümee. Ja, zuerst einmal bin ich extrem froh, dass wir 3 Punkte gemacht haben. Ich glaube, am Ende nicht unverdient. Extrem disziplinierter Auftritt meiner Mannschaft über 90 Minuten. Wenig Spektakuläres dabei gewesen, aber ich finde, dass wir es auch in der zweiten Halbzeit vielleicht schon früher entscheiden hätten können. Dann hätten wir den René vielleicht am Schluss nicht zweimal gebraucht. Alles in allem finde ich, ist es ein nicht unverdienter Sieg. Danke, bitte mal eure Fragen. Gerd Kallinger. Der Flo ist aus Würzburg gekommen mit ein bisschen einem Themen. Das heißt, er war jetzt nicht hundertprozentig fit. Das hat bedeutet, dass man jetzt dann in den letzten Tagen oder in der Zeit, seitdem er da ist, einfach ja, sehr gezielt belasten mussten, aber es hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, dass er bereit ist. Die Frage war, ob er 90 Minuten bereit ist oder nur über kürzere Zeit. Es hat sich herausgestellt, dass über 90 Minuten gegangen ist, was mich sehr freut. Ich glaube, das heutige Tor spiegelt so ein bisschen das wider, was uns vielleicht auch gefehlt hat in der Vergangenheit, nämlich diese Entschlossenheit, diese Zielstrebigkeit, auf einen Ball zu gehen, der für viele aussichtslos scheint, und er rennt da durch, er nimmt sich den Ball und macht das Tor. Also ich bin extrem froh, dass er da ist, jetzt nicht nur, weil er heute das Tor gemacht hat, sondern weil er uns einfach bereichert, am Platz, aber auch abseits des Platzes, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere auch einen Entwicklungsschritt machen wird, der neben ihn agiert, weil er einfach uns mehr Variablen gibt und einfach wieder Dinge gibt, die, ja, die man vielleicht jetzt dann in der bisherigen Saison so in der Form nicht gehabt haben. Klaus Hollmann. Na, was wir wussten ist, wir haben gegen einen Gegner gespielt, der heuer einfach schon gepunktet hat, der voll gepumpt war mit Selbstvertrauen, auch mit einer, so finde ich, sehr tollen Leistung aus Salzburg zurückgekommen ist. Und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die vielleicht in den bisherigen Spielen interessante Leistungen geboten hat, aber sie nur mit einem Punkt belohnt hat. Und das macht viel her. Das macht schon viel her im Kopf der Spieler, und deswegen war es mir heute ganz wichtig, ein extrem diszipliniertes Auftreten, und ich finde, das war über die kompletten 90 Minuten spürbar. Es war vor allem in der ersten Halbzeit, wiederhole ich mich, aber es war jetzt nichts Spektakuläres, wir haben nichts zulassen, aber wir haben ein wenig produziert. Wohl wissend, dass wir unsere Räume kriegen, und in der zweiten Halbzeit eben aus den beiden Kopfballchancen, einmal für den Rotterdam, glaube ich, war es, und einmal war es der Flecki, sage ich mal, hätte das Spiel schon früher sich in eine andere Richtung entwickeln können. Klar ist es, dass ein Gegner wie die Wiener Austria immer wieder noch Lösungen findet, und für das hat man nachher einen René, den es halt, du brauchst einen Tormann nachher, der einfach auch solche Dinge noch einmal wegarbeitet, und deswegen finde ich einfach, dass es eine komplett geschlossene, gute Mannschaftsleistung war mit einem, so finde ich, komplett nicht unverdienten 3 Punkten. Georg? Du wirst das mir nicht glauben, aber ich habe seit Runde 1 auf das nicht geschaut, weil das einfach ein Ziel ist,
das klarerweise alle Mannschaften in dieser Liga haben. Ja, ob es der Letzte ist, ob es der Erste ist, die wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Und ich glaube, man ist gut beraten, das einmal wegzublenden und einfach zu schauen, dass man sich entwickelt, dass man einfach seinen Prozess durchläuft. Und mir ist das vollkommen klar, dass das nach außen ein großes Thema ist. Aber es ist immer die Frage, was man das im Innenverhältnis zum Thema macht. Und ich glaube einmal, das muss man richtig einordnen. Also wir haben ein hartes Auftaktsprogramm gehabt. Das sind einfach Mannschaften, die bedingt der Entwicklung, bedingt ihrer Qualität sehr hoch einzuordnen sind. Gegen die zu punkten ist nicht leicht. Und auf der anderen Seite gibt es Mannschaften, die in den ersten Runden in ihren Spielen sie Punkte erkämpft haben. Und das ist ein massiver Vorteil, wenn man mal Punkte hat. Und ich glaube, dass man das auch heute gespürt hat, dass einfach eine Mannschaft auf der einen Seite steht, die Punkte hat, auf der anderen Seite eine Mannschaft, die heuer weniger gemacht hat. Und das Wichtigste ist einfach da, sich auf die Elemente zu konzentrieren, die den Unterschied ausmachen können. Und das sind, in den meisten Spielen sind die Spiele so knapp. Ja? Und heute war es in unserer Richtung. Und damit wir das öfters auf unsere Richtung haben, müssen wir in vielen Bereichen besser arbeiten. Aber das Fundament, die Disziplin, die Bereitschaft, das zu tun, ich glaube, die kann man uns in keinen der bisherigen Runden irgendwo absprechen. Aber, und das war heute sicher ein Unterschied, extrem stabil, wenig zugelassen, extrem diszipliniert, an Gegner einfach auch sehr gefordert, Lösungen zu finden. Und nochmal, ich finde, wir hätten es früher in eine andere Richtung schon lenken können. Mein Wissensstand jetzt ist, dass er nur zugemacht hat, also es sollte sich das bestätigen, nichts Dramatisches sein. Genaueres werden wir morgen wissen. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann danke und einen schönen Sonntag. Danke.